Hallo, du fährst heute mit der Baureihe 181-214-8 Mosel den Intercity 131 von Trier nach Koblenz. Unsere Halte sind in Wittlich um 7:33 Uhr, Bulley um 7:46 Uhr, Cochem um 7:58 Uhr sowie in Koblenz Hauptbahnhof um 8:35 Uhr. Ich wünsche dir eine gute Reise, man sieht sich. Der Neue an der Mosel, Teil 1. Ja, ein Szenario von den lieben Sübex. Ganz liebe Grüße an dich. Der macht auch super Szenarien. Kann ich nur jedem empfehlen, seine Szenarien herunterzuladen. Und ich werde es mal den Ton richtig einstellen hier, weil nach den RS1, ja. Ihr seht es ja zum Glück nicht. So. Ja, dann wollen wir mal. Gut, die Performance ist gerade mangelhaft. Aber gut. Schon aufgerüstet, okay. Schade. Aber wir können ja schon mal die Türen öffnen. Und die Bremsen lösen. Und haben wir hier. Ja, wir haben die Lokbremse. Schön. Lokbremse ist immer gut. So, da schalten wir auf dunkel. Warum sitze ich eigentlich? Ach so, das war ja immer so. SIFA, BZB. LZB brauchen wir eigentlich nicht. Das Ding hat ja gar keine LZB, fällt mir gerade auf. Ich höre nie. Ja. Oh, da kommt eine 143. Schön. Lange nicht mehr gesehen. Servus. Leider nur noch im Güterverkehr bei uns unterwegs. Aber immerhin, sie fahren noch. So, Hauptschalter ist, denke ich mal, auch an. Wir sind im DB-Netz, das ist auch ganz gut. Lüfter. Ist keine Automatik. Stromabnehmerschlüssel. Ah, okay. Schön. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch Zeit. Wir können Zugsammelschiene. Ist aktiv, ist klar, wegen Intercity-Wagen und so. Wir können Zugspitzenlicht anmachen. Ich will noch ein kleines Foto machen. Ein Lok-Selfie. Ein Lok-Selfie. Nein, doch. Oh. Los, zeig mir die 101. Ach, Quatsch. Das ist nur 185. Gut. Haben wir alles, ja? Instrumentbeleuchtung an. Sollte natürlich auch nicht fehlen. Aber hört sich an wie eine 101. So, wir haben Abfahrt. Haben wir eigentlich ein Sandwich, dass wir den vorderen oben haben? Nö. Warum haben wir eigentlich den vorderen Stromabnehmer gehoben? Ist egal. So, wir fahren auf jeden Fall los. Boah, schön. Richtig Rums. Durch der Lokbremse eben. Mal gucken, ob wir Ansagen haben. Ausfahrt mit 40. So. Natürlich auch mal speichern, das sollte man auch machen. Wobei mir die Sicht doch so gut gefällt. GV-Motorlüfter ist automatisch schon. Das ist auch ganz gut. Können wir mal das Fenster zumachen. Aber der hat schon
ordentlich Rums. Ne? Sieben Wagen. Sieben Wagen, das ist schön. Ja, wir befinden uns übrigens auf der Strecke Koblenz-Trier. Reloaded Version 1.4. Reimt sich sogar. Sogar Koblenz-Trier. Reloaded. In der Version 1.4. Naja, das geht so. Ja. Dann wollen wir mal den Syvex nicht enttäuschen, dass wir dieses Szenario bombenmäßig bestehen. Ich hoffe, dass ich dieses Szenario noch nicht gefahren bin. Ich glaube eher nicht. Wenn doch, dann möge man mich bitte jetzt erschlagen. Ich glaube eher nicht. So, wir dürfen ja 70, gleich dürfen wir eh 100. Schönes, so eine Art Lenkrad hier, ne? Ah, Hamsterbacke. Müsste jetzt 100 fahren dürfen, ja. So, 90 Minuten geht das Szenario. Sehr gut. Nee, das Szenario bin ich noch nicht gefahren. Das würde mir ja auffallen. So weit vorne sitzen. Aber die Sounds gefallen mir von den Intercity-Wagen. Oh, sieht doch schön aus. Herrlich. Herrlich. Ja, bald werde ich auch wieder Szenarien fahren von Lele. Der macht auch sehr gute Szenarien. Servus. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im Deutschen Bahn auf der Fahrt nach dem Außenhafen und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Schön mit Ansagen, herrlich. Keine elektrische Bremse. Okay. Ich dachte, er hatte so eine elektrische Bremse.
aber hat mich doch geirrt. Ja, du, gut, das hat er ja, ne? Aber wisst, was ich meine. Dann wissen wir ja Bescheid. So, ich werde jetzt mal meine Maus ausblenden. So, dann stört es auch nicht. So, nochmal speichern. Ja, die Strecke ist manchmal ein bisschen Performance unfreundlich, aber durch die Reloaded-Version eigentlich nicht mehr so stark. Trotzdem sicher, sicher. So gefällt es mir natürlich auch besser. Ja, wobei. Das ist ja Standardsicht. Laut. Ne? Yes. Servus. Tachos, der Tacho ist aber auch nicht so richtig, ne? Gut, ich fahre jetzt 80. Der Sound, das Hammer. Muss man wirklich sagen. Nochmal Fernlicht? Nee, natürlich nicht. Ist ja total dunkel hier. Blindfahrt. Okay, Ansage. Okay. Sobald Ansage kommt, weiß ich halt 7 Kilometer das Ziel. Raus. Ich fahr doch 103 erst. Haben wir einen richtigen Fahrplan? Ja, natürlich. Der Süwix halt, ne? Immer wenn es hart vor Ort kommt, immer schön mit Fahrplan reindrücken. Muss ich ja besonders aufpassen, dass ich pünktlich ankomme. Aber die Ansagen gefallen mir. Richtig cool.
müssten ja eigentlich auch die Schutzstrecke begegnen, ne? Ich weiß nicht, es war doch Hauptschalter raus, ne? Oder was? Panto? Ich glaube, das war der Panto. Ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher. Ich meine, das war der. Oder doch der Stromer? Der Hauptschalter? Ach, das werden wir eh gleich sehen. Muss ich noch was nachgucken? Ich meine, das war der Hauptschalter. Oh, dann haben sie doch Bock. Servus. Nee, werden wir eigentlich nicht sehen. Ob das der Panto war oder der Hauptschalter. So. Von 117. Ja. Falls ihr euch fragt, woher weiß ich, wie schnell ich aktuell fahre, ich fahre mit den Rail Driver. Die gibt es auf Aerosoft zu kaufen für 220 Euro, wenn ich jetzt nicht irre. Und der hat halt auch eine Geschwindigkeitsanzeige. Ne? Und das ist halt schon praktisch. Servus. Quatsch, die Aufgabe bin ich ja noch gar nicht gefahren, weil die Aufgabe habe ich erst frisch installiert. Ich habe mich auch nicht nach Überschreiben gefragt. So, Alter, mein Zimmer wird langsam echt warm hier. Die Grafikkarte übelst am Arbeiten ist. Jetzt kommt nämlich diese Zeit, wo man anfängt richtig fast an zu schwitzen bei der Aufnahme. Weil es halt Sommer, richtig Sommer wird. Das war furchtbar.
müssen ja immer sofort abbremsen teilweise, wenn Geschwindigkeitsbegrenzung kommt, weil auf der Strecke sind GPAs verteilt. GPA bedeutet Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Und wenn du bei hohen Geschwindigkeiten, wie zum Beispiel einer 110er Ankündigung, schneller als 115 oder so unterwegs bist, dann kriegst du halt leider eine Zwangse. Jetzt hat das. Hier sind dann die 110. Hier sind 100? Stimmt ja, wir hatten ja eine 100 Ankündigung bekommen. Die war ja auch noch drin, nicht? Ach, hier sind wir 130. Ja, verarschen kann ich bloß selber. Aber immerhin 130, das ist das Schnellste, was wir bisher erfahren können. Ja, mal 6 Kilometer bis wirklich Hauptbahnhof. Oder 31 fahren wir aktuell. Das ist aber kein Problem. Also in Real Life nicht als Lokführer halt. Ne? Also du kannst schon 2-3 km/h schneller fahren. Ne? So, noch 3 Kilometer. Müssen wir noch mal speichern. Vor allem auch vorwärts müssen wir noch mal speichern. So, da ist auch schon Wittlich.
So. Warten auf. Ja, die Taste war es also. Okay. So. Sollten ja 33 hier sein. Eine Minute zu früh, ist auch egal. Ist ja im Fernverkehr immer so. Weil es kommt halt vor, dass du manchmal so 2 bis zu 5 Minuten früher da bist als geplant. Also vollkommen normal halt. So. Ah, schön. So, hinten haben wir keinen Steuerwagen. Das ist auch nicht so tragisch. Hätten doch ein bisschen früher anhalten können, ne? Sonst müssten sie ja nicht hin und her hinterherlaufen. Ich glaube, wir hätten im A-Bereich halten müssen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Gibt es denn hier auch ZZA-Matrix-Anzeigen? Nee, gibt es nicht. Okay. Weil da stand nämlich irgendwie, dass die noch mitgeliefert werden, aber das hat sich dann auch erledigt. Wobei, es ist nicht schlimm. Sagen wir es mal so, weil... Brauche ich nicht. Ne? Die Aufgabe gefällt mir auch so schon. Ohne eine funktionsfähige ZZA. Ah, am Bahnhof, sag ich ganz ehrlich. Ne? Und außerdem weiß ich eh, dass Syvex Szenarien macht mit hohen Qualitäten und ich hab, ja, ich bin noch nie enttäuscht worden von ihm. Sagen wir es mal so. So, haben wir hier dann noch? Ist die Zugleuchtmelder prüfen? Können wir ja auch machen. Ja, funktioniert alles. Das ist sehr gut. Alles funktioniert. Ich würde ja gerne die elektrische Bremse aktivieren, aber dafür bin ich anscheinend zu blöd. Naja. Ziehen wir die Lokbremse an. Genau. Machen ja viele Lokführer gerne, ziehen die Lokbremse an, ne, wenn sie abfahren können. Geben so Schub und lösen dabei die Bremse. Das ist auch so cool. So, wir müssen 34 abfahren. Jetzt wird mal langsam Zeit. So. Schaffner steht draußen. Stellen wir uns mal so vor. Halt. So, dann kommen wir weiter. Ui, das hat aber ordentlich gerumst. Gut, normalerweise müsste man ein Gefühl machen, ne, aber egal. Ist aus. So, wir können 130. So, unser nächster Halt ist dann Bullai, Gleis 1. Einen schönen Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im Deutschen Bahn auf der Fahrt nach dem Außenhafen und wünschen eine angenehme Reise.
So. Und wieder ein schöner Tunnel. Was trinken wir? Zehn doch mal. Schön. Servus.
Oh, ein Talent 2, Hamsterbacke, schön. Aus. Einser. Okay. Schön. Ich werde jetzt wirklich mit 90 Sachen hier lang kutschen. Apropos, wir sind ja noch speichern. Gut, das Apropos hat jetzt nicht gepasst, aber gut. Ein langer Tunnel und wir haben kein Fernlicht. Das ist doch schön. Da hat die Deutsche Bahn wohl gespart. Schön, ne? Nach Trabach, Abfahrt 8:17 von Gleis 2. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von allen Fahrgästen, die uns dort verlassen, und wünschen noch eine angenehme Weiterreise bzw. einen angenehmen Tag. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg in Berlin findet sich in Richtung links. Das sieht doch schön aus. Herrlich. Also das sieht doch wirklich traumhaft aus, oder? Herrlich. Sowas ist doch geil. So. Hmm.
Naja. Oh. Gut, erste Klasse will hier eh keiner mitfahren, weil Bullei haben so kein Geld dafür. Ne? Ich wollte eigentlich mal perfekt anhalten, aber. Ja, das war's wohl, ne? Aber wir sind pünktlich. Also die Ansagen gefallen mir sehr gut. Also der, die gesprochen hat, Respekt. Geile Stimme. Passt so richtig. Irgendwie spinnt das ein bisschen hier. Der verträgt sich das. Irgendwie verträgt er nicht den Raid-Driver. Kann das sein? Vielleicht finde ich ja im Resum-Forum irgendwie nochmal so ein Script-Update für die Baureihe 189. Die Leute, die zu nah an der Bahnsteigkante sind. Sieht das nicht herrlich aus? Das sieht doch mega aus. Schön, ne?
wünschen noch eine angenehme Weiterreise bzw. einen angenehmen Tag. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg in Köln befindet sich in Fahrtrichtung links. Hier wird ordentlich fleißig gebaut, ne? Schön. Am Tunnel wird gebaut. Aus. Ein fleißigen Bauarbeiter hier, ne? Ah, 120. Zwei Kilometer noch. So, eieiei. Das steht aber doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, ja, na gut. Es geht so, ne? Es geht so. Aber es heißt ja immer, immer schön an der Haartafel halten, ne? So ist es ja leider immer. So. Was denn die? Ich will nämlich die Lokbremse anziehen. So. Können wir einen Schluck trinken. Und dann kommen wir, glaube ich, zur letzten Station in Koblenz Hauptbahnhof. Ich glaube, da müsste jetzt gleich die Schutzstrecke kommen.
Weil Schutzstrecke ist ja hier vorhanden in der Reloaded-Version. So. Sollte vielleicht aufpassen, nicht, dass noch ein Kupplungsbruch geschieht. Das wäre auch nicht schön, ne? Sowas wäre ja echt Kacke. Muss nur aufpassen, wenn die Schutzstrecke kommt. Das sieht doch schön aus hier, ne? Herrlich. Ein Traum. Ja, ein Stück weiter runter. Eine Siefer. Hundertzwanzig, schön. Ich frage mich wirklich, wo
Schutzstrecke ist. Ich habe doch gelesen, dass es eine Schutzstrecke gibt. Die existiert ja nur, wenn du halt, glaube ich, die Baureihe 140 hast. Und die habe ich ja. Ich habe doch die Schutzstrecke erst letztens gesehen. Aus. Nochmal speichern. Ach, da ist die Schutzstrecke. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das war Hauptschalter raus. Muss aber ganz schnell sein. Moment mal, wo ist die Pause-Taste? Ja. Jetzt muss ich was nachkontrollieren. In die Gegenrichtung. Auch hier muss der Hauptschalter quasi schon wieder raus. Die kannst du wieder reinmachen. Jetzt frage ich mich aber, wo ist die Ankündigung?
Ja, es ist gut, dass es eine Schutzstrecke gibt, ja. Aber man sollte vielleicht auch eine Ankündigung machen. Ist ja in Real Life genauso. Dass es eine Ankündigung gibt, dass man den Hauptschalter rausnehmen soll. Bloß leider existiert keine Ankündigung, dass der Hauptschalter raus muss. Vielleicht wird das noch behoben, dass man hier noch eine Ankündigung macht, weil normalerweise muss eine Ankündigung stattfinden, dass gleich eine Schutzstrecke stattfindet für Hauptschalter rausnehmen oder halt Hauptschalter und Stromabnehmer. Aber hier fehlt komplett die Ankündigung. Also, falls jetzt jemand zuschauen sollte, der bei der Reloaded-Version mitarbeitet, ja. Wäre schon cool, wenn ihr hier irgendwie 500 Meter vorher noch eine Ankündigung reinnehmen würdet. Weil, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Baureihe unterwegs bist, die jetzt so anfällig ist, das ist auch wie Köblitzer Bergland, wenn du nicht den Hauptschalter oder den Panto senkst bei einer Schutzstrecke, geht dir die Lok flöten. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier genauso simuliert ist, aber wenn ja, dann wäre es doch eine Empfehlung, dass man vielleicht noch eine Ankündigung reinnimmt, weil das wäre schon, ja, vom Vorteil, sagen wir es mal so. Weil ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Strecke gibt, die keine Ankündigung hat, dass jetzt in diesem Moment eine Schutzstrecke beginnt. Von daher, ne, würde man jetzt zum Beispiel hier zum Beispiel oder nach vorne, also hier so am besten so eine Ankündigung hin machen, ne? Ich meine, das ist ja nicht schwer. Ich meine, das ist ja eigentlich nur ein Objekt. Stellst sie hin und dann hast eine Ankündigung, dass jetzt hier gleich die Schutzstrecke beginnt. Ihr Hauptschalter raus und der Pi kannst du wieder reinnehmen, ne? Weil der Hauptschalter braucht schon eine Weile, bis er richtig draußen ist. Deswegen ist auch eine Ankündigung immer sehr praktisch. Und ja, nur als kleine Information. Ne? Wir könnten jetzt hier eigentlich auch noch einen Screenshot machen. Ne? So. Das gefällt mir. Oder von hier oben. Ja, die sieht doch scheiß aus. Oder? Wir so ein bisschen das Wasser mit reinkriegen. Fotostunde bei Train OMC TV. Ja, was ist los mit dem Kerl? So. Das geht auch. So, dann verlassen wir mal wieder die Pause. Aber wie gesagt, halt so eine Ankündigung wäre schon praktisch. Ja? Halt so wie in Real Life. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Realität ist da, ne? Ob es da wirklich eine Schutzstrecke gibt. Ich denke mal ja, weil sonst würde man sie ja nicht hinbauen. Und ja, ich denke mal schon, dass es da auch eine Ankündigung gibt. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Schutzstrecke gibt ohne Ankündigung. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es die doch gibt, dann schreib sie in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren. Weil dann habe ich immer wieder was Neues gelernt, dass es sowas wirklich gibt. So. Wir dürfen hier 100, ne? So,
Servus. Geht doch. Nur noch 90 hin. Ich hätte es überhaupt so gemacht, ja. Aber auch eine coole Kombination. Sidewitch, ne? Ein Wagen, Doppelstockwagen. Schön. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch? 24 Kilometer. Ah, okay. Das sind ungefähr, ja, 20 Minuten noch. Wenn wir nicht früher ankommen, man weiß es nicht.
Ach ja, die schöne Sonne. Die kommt auch mal zu Besuch, ne? So, nochmal speichern. So, ab hier sind 90. Tja, da kommen wir auf schneller vorne als Autos, ne? Nicht immer 100 dürfen sie hier fahren. Um 70. Also laut ETA-Anzeige kommen wir sogar 4 Minuten zu früh an. Läuft, ne? Da ist ja eh dann Lokführerwechsel. So, 12 Kilometer, also quasi 16 Kilometer.
aber es... Speichern. Ach, ist doch schön, wenn alle Signale auf Fahrt sind, ne? Keine Störungen. Einfach freie Fahrt. Auch mal schön, ne? Müsste den ICE lang fahren. So. Ah, 6. HP1, VR1, freie Fahrt. Sehr schön. Thank you.
von 143. Servus. Und nochmal speichern, weil es so schön war. Und das sieht auch herrlich aus. Das ist doch schön. Ne? Und wir kommen sehr pünktlich an. Safe Dump. Manchmal liebe ich den Train Simulator so richtig. Lange war nichts gewesen und jetzt auf einmal ein Safe Dump. Ja. Wisst ihr was? Wir starten einfach nochmal neu. Ja, wir machen es nochmal neu. Haben wir ja beim letzten Szenario auch mal gemacht, beim Talgo. Das war ja beim Talgo gewesen, ne? Ja. Richtung Berlin-Gesundbrunnen, ne? Kurz vorm Ziel eine Zwangsbremsung. Und da das wirklich ein sehr schönes Szenario ist, hat dieses Szenario auch verdient, bis zum bitteren Ende zu fahren. Wobei eh nur 3 Minuten noch gefehlt hätten. Kann man ja gleich testen, wie die Speicherung bei der 181 so ist, ne? Gut, Train Simulator braucht ein Weilchen zu starten wegen der Aufnahmeprogramm und so, ne? Aber das ist, denke ich mal, kein Problem. Sollte eigentlich kein Problem sein für euch. Für euch sollte es nie ein Problem sein. Wenn ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Aber er hat schon tapfer durchgehalten, der Train Simulator. Ich kann euch mal meine Einstellungen zeigen. Also das ist momentan, was ich habe und das ist schon ordentlich. Ne? Das ist eine sehr hohe Einstellung. Danke nochmal an Sven für deine Einstellung. Ich hatte die noch nie so rund. Die Grafik ist top. Ja. Also, ne? Das ist schon ein Wunder, dass er sowas durchhält. So. Brauchte man eine Ewigkeit, bis die Standardszenarien ausgewählt sind. Das ist ja manchmal echt furchtbar. Gut, dann scrollen wir weit runter. Richtung 181. Nach Emden fortsetzen. So.
führen wir unsere Fahrt mal fort. Wird jetzt zwar für ein paar Sekunden ein bisschen komisch anhören, wenn wir auf einmal weiter brettern. Vielleicht können auch Zwangsbremsungen jetzt vorkommen, man weiß es nicht. Ja. Fühlt sich übrigens komisch an, dass hinter, also hier so am Hals fast so ein Gummi ist. Ne? Falls euch fragt, hey, warum hast du denn ein Gummi? Das dient als Halterung für mein Headset, damit es gerade und vernünftig sitzen tut und nicht die Ohrmuschel ständig abfällt. Ich habe zwar ja zugeklebt, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, richtig zugeklebt, ne? Hält doch super. Aber die Halterung war noch nicht zu 100%, die war zu 90%, ne? Und durch dieses Gummi ist es zu 100%. Hält auch super. Das Problem ist manchmal immer, dass sie diesen Gummi drüber ziehen, ne? Das ist manchmal halt komisch. Da ist ein schönes Sound hier, ne? So, Sprache der Meldung auf Deutsch festgelegt. Das ist aber schön, ne? Ist ja das Mindeste, ne? In Deutschland. Mit einer deutschen Doku. So, ich werde jetzt nicht mehr extra speichern, weil wenn es jetzt nochmal abkackt, dann ist es so. Dann können wir auch nicht ändern. Weil ihr schießt mich sonst zum Mond und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Wir haben ja nicht vieles verpasst, ne? Er hat super gespeichert. Zugspitzenlicht ist angeblieben. Gut, das habe ich jetzt selber ausgemacht. Bei jedem Taster. Jetzt ein Vorsignal? Nee. Juti, noch 2 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Wir müssen ja eh runter auf 30 km/h oder so, weil wir werden eh HP0 kriegen und 500 Hertz ist dann aktiv, dann müssen wir sowieso unter 30. Aber weiterhin 70, ja. So, da sind schon mal die 60. Noch schlimmer 30. Ernsthaft. Bremst gerade so ruckartig, Alter. Der 101er. Wir haben noch. Ne, noch nicht die 30, aber die kommen jetzt gleich. Lassen wir ausrollen. Die Zwerg sind 30 wegen der Weiche. Dann halt nicht. Halt auch eine Weiche. Mit 40. Halt ab dem Signal da vorne halt. Sind dann 30. Ja.
weiß ja nicht, ob er zurückfährt hier, ne? Ist er manchmal bei Städten so? Weiß ich gar nicht. So, ich mach Feierabend. Ich habe Feierabend. Und der Kollege steigt dann ein und übernimmt dann den Zug. Ne? Ja, ein wirklich sehr schönes Szenario von den lieben Süwex. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit der Baureihe 181 auf der Strecke Trier-Koblenz Reloaded 1.4. Szenario kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dem Intercity zu fahren. Und ja, wir müssen jetzt noch eine ganze Weile warten, ne, bis der Lokführer kommt. Ne. Ob er überhaupt pünktlich kommt, das weiß man ja auch nicht. Ne. Gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Das freut mich. So. Ja, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und kann das, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Ja, das war's von dieser Train Simulator Folge. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über Kommentare, vor allem auch über Kommentare wegen der Schutzstrecke. Und ja, in diesem Sinne, man sieht sich demnächst wieder im Train Simulator. Und ja, macht's gut, euer Train Home City TV. Tschüss.